An einem wunderschönen Sommermorgen des Jahres 1958 klopfte ein junger Mann an die Pforte eines japanischen Zen-Klosters. Ein Mönch öffnete und fragte den jungen Mann, blauäugig übrigens, groß gewachsen, also offenbar aus dem Westen, was er denn wünsche. Und der junge Mann sagte, er würde sehr gerne einige Monate oder auch Jahre hier in diesem Kloster leben, mit den Mönchen arbeiten, meditieren, beten. Und vielleicht, wenn es sich machen ließe, auch der Frage auf den Grund gehen, warum zur Hölle man eigentlich lebt. Der Mönch bittet ihn herein, sagt, ja klar, hier zu unserem Meister geht es dort entlang. Er geht zum Meister, wiederholt nochmal seine Bitte und sein Anliegen und auch der Meister hört zu, nickt dann, sagt herzlich willkommen, du kannst gerne bei uns leben und ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei der Suche nach deinen Antworten. Gesagt, getan. Jan Willem van der Wetering lebt also 3 Jahre in diesem Kloster in Kyoto und in seinem Buch Der leere Spiegel hat er seine Erlebnisse zusammengefasst. Da ist erstmal ganz viel Haushälterisches, er bekommt eine kleine Klause, ein kleines Zimmer, aber das ist schmutzig, er muss es also erstmal reinigen. Dann muss er auch die Korridore im Kloster kehren, ja, er muss sich um den Garten kümmern, er muss die Wäsche waschen, das Essen kochen. Das kennt man ja auch aus diversen Filmen dieser Art, dass man also als junger Novize erstmal durch eine tätige Arbeit für die Gemeinschaft vielleicht auch beweisen muss, dass man es ernst meint. Und man reinigt natürlich auch seinen Geist bei der Hausarbeit. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja. Ich finde es total schön, das Geschirr abzuwaschen, weil ich dabei einfach immer nachdenken kann und grübeln kann. Gut, dann geht es aber natürlich auch um das Meditieren und hierbei versucht Jan Willem van der Wetering nichts zu idealisieren. Er sagt auch, dass er erstmal in dieser kalten Halle, in dieser Gebetshalle sitzt. Ja, und es geht ja auch im Zen-Buddhismus vermehrt darum, dass man mehr oder weniger bewegungslos, ich vermute, meditiert. Und das heißt, er bekommt irgendwann wahnsinnige Schmerzen, denn im Lotus-Sitz, den ich hier gerade imitiere, den ich aber bei weitem nicht hinbekomme, da schmerzt ihn irgendwann der komplette Körper. Seine Muskeln sind das nicht gewohnt. Sein Po tut weh. Er bekommt irgendwann Hämorrhoiden, weil er stundenlang bewegungslos auf diesem kalten, harten Boden sitzen muss. Und dann gibt es auch noch eine ganz spezielle Meditationswoche. Sie heißt Sesshin etwa. Dort betet man oder meditiert man sozusagen nonstop 3, 5 oder 7 Tage. Und am 3. Tag, so schreibt er das, hat er eine Vorstellung von, er wird sterben. Er schafft das nicht. Ja. Und als er das dann überwunden hat, diesen Moment der Todesnähe, da meint er jetzt aber plötzlich etwas erkannt zu haben. Das ist also ein ganz besonderer Moment. Warum ist das besonders? Naja, da kommen wir mal auf die 4 edlen Wahrheiten des Buddhismus zu sprechen. Die erste Wahrheit, falls ihr es nicht wisst, ich will es jetzt nur kurz wiederholen, vielen von euch ist es sicherlich auch klar. Die erste Wahrheit ist ja, das Leben ist Leiden, beziehungsweise das Leben ist unvollständig. Es fehlt uns immer was. Wir werden alt, wir werden krank, wir verlieren unsere Kraft, unsere Schönheit, unsere gedankliche Schärfe, auch unsere Flexibilität. Ja, all das geht leider irgendwann über den Jordan und wir sterben. Aber es ist auch Leiden, weil wir an den Dingen haften und weil wir begehren. Das ist die zweite Wahrheit, was durchaus bedeutet, dass wir Sachen, dass wir Dinge haben wollen, im Sinne einer Konsumkritik durchaus, aber auch, dass wir an Vorstellungen haften, wie wir sind, wie wir sein sollten. Wir sind also häufig nicht zufrieden mit uns, sondern wollen etwas anderes sein, wollen bestimmte Eigenschaften nicht haben und andere durchaus. Wir wollen auch, dass uns andere in einem bestimmten Licht sehen. Ja, dass wir nicht unbedingt perfekt sind, aber wir alle wären vielleicht in manchen Beziehungen, in manchen Aspekten unseres Lebens doch ein klein wenig anders, ganz gerne. Und die dritte Wahrheit ist, dass es aber einen Ausweg aus diesem Leiden gibt, nämlich, Wahrheit 4, es gibt den 8-fachen Pfad. Das ist der Ausweg aus dem Leiden und dazu zählen dann solche Dinge wie das rechte Reden, das rechte Handeln, das rechte Denken, die rechte Versenkung, die rechte Konzentration und eben auch die rechte Meditation. Wenn ich an den Buddhismus denke, dann denke ich an eine sehr sympathische, charmante Religion, eine, die natürlich im Westen auch sehr populär geworden ist durch Yoga oder eben durch die Meditation. Aber mir ist sie so sympathisch, weil sie erstens relativ undogmatisch daherkommt, eher wenige Lehrsätze enthält. Es geht auch nicht um die Erleuchtung, wie das manchmal vielleicht gesagt wird. Es geht nicht dabei darum, dass ein Meister des Buddhismus in irgendeiner Weise
göttliches Licht sammelt und dann schweben kann oder so etwas oder ein zweites, drittes und fünftes Gesicht entwickelt und mit Ahnen reden kann. Das alles sind eher Hollywood-Konzepte. Nein, Buddhisten zeichnen sich eher durch die Meditation, zumindest im Zen-Buddhismus aus, durch die Konzentration auf den Moment, auf die Atmung, auf das Sein im Hier und Jetzt. Und darin findet man, so sagen manche Buddhisten, dann ein Glück. Ja, mir persönlich ist der Buddhismus auch deshalb so sympathisch, weil er eben auf eine Gottesidee verzichtet. Ich möchte mich jetzt hier auch nicht mit jemandem anlegen. Es ist nicht mein Ziel, den Monotheismus sozusagen schlecht zu reden, aber für mich ist es einfach eine zu simple Idee, eine zu simple Lösung auf die zugrunde liegenden Fragen der Existenz. Warum müssen wir leiden? Warum müssen wir sterben? Was passiert nach unserem Tod? Wie kann ich mit der Trauer umgehen, wenn eine mir nahestehende Person stirbt oder mich verlässt? Wie kann ich mit Einsamkeit umgehen? All das sind Fragen, die wir alle zu einem Zeitpunkt des Lebens leider uns stellen müssen. Und auch die Philosophie, die ich ja studiert habe, verpflichtet sich letztlich diesen Fragen und die Religionen tun das auch. Aber für mich ist dann der Monotheismus, egal welchen wir jetzt nehmen, dann in seinem Bemühen, eine einfache Antwort zu finden, nicht mehr plausibel, weder emotional noch intellektuell. Das mag aber natürlich jeder für sich selbst beantworten. Ich kann mit den Fragen mitgehen, also ich kann mich auch in metaphysische Dinge hineinbegeben, also in Fragestellungen, die man jetzt nicht mit der hiesigen Welt allein beantworten kann, aber ich finde keinen Gefallen daran, dann eine in meinen Augen eben zu simple Vorstellungswelt eines Gottes aufzubauen, der uns dann im Jenseits irgendwie heilt und löst. Das ist in meinen Augen ein zu offensichtlicher Wunsch, einfach nicht zu sterben oder andere Menschen, die tot sind, eben nicht gedanklich, nun ja, verrotten zu lassen, was man ja auch positiver ausdrücken könnte, zur Blume werden zu lassen. Genau, aber was ist an diesem Buch noch besonders? Er baut hier einige Anekdoten auch ein. Also dieser Jan Willem lässt sich von manchen Mönchen auch erzählen, was man denn eigentlich über den Buddhismus in Erfahrung bringen könnte. Und da hört er die Geschichte von zwei Schülern, die unterschiedliche Meister haben. Der eine Schüler hat einen tibetanischen Meister und dazu muss man sagen, dass hier nach Jan Willem der tibetanische Buddhismus eher geprägt ist durch einige esoterische Spielereien, sodass die dortigen Meister dann in der Vorstellung doch wieder so übersinnliche Fähigkeiten haben. Und dieser Schüler sagt zum anderen Schüler, ja, mein Meister übrigens, also mein tibetanischer buddhistischer Meister, der hat eine besondere Fähigkeit, der kann da drüben am anderen Ufer des Flusses sitzen und der kann mir telepathisch ein Bild schicken und das male ich jetzt hier auf die Staffelei. Hat dein Meister auch solche übersinnlichen Fähigkeiten? Und der antwortet dann, ja, mein Meister, mein typischer japanischer Zen-Meister, der hat auch besondere Fähigkeiten. Wenn der schläft, dann schläft er. Und wenn er isst, dann isst er. Und wenn er meditiert, dann meditiert er. Das ist natürlich erstmal, könnten wir sagen, eine, wenn wir es kritisch betrachten, eine banale, eine einfache Erkenntnis, aber eine, die mir in meinem Leben hilft. Denn ich bin ein Mensch ohne Ruhe. Ich brauche immer irgendwie etwas in meinem Kopf. Ich brauche immer eine Beschäftigung. Ich weiß, dass das auch nicht verkehrt ist. Nur weil ich jetzt ein Buch über den Buddhismus lese, heißt es nicht, dass ich meinen synthetischen, also irgendwie permanent verbindungshungrigen Kopf ablehne. Aber ich weiß, dass ich manchmal auch einfach Ruhe brauche und dass ich den Moment genießen muss. Dass ich auch lockerer werden muss. Auch im Hinblick, weil ich jetzt bei YouTube natürlich wieder ein Video hochlade, auch im Hinblick auf meine Rezensionen. Wenn ich mich verspreche, wenn ich mich verhasple, dann sollte ich das nicht rausschneiden oder sollte nicht das Video nochmal beginnen, sondern sollte akzeptieren, ja, ich mache Fehler. Ich mache Fehler. Und das ist in Ordnung. Das ist die Energie dieses Moments. Dadurch wird der Moment aber nicht schlecht. Ja? Und auch ich als Person werde nicht schlecht, dadurch, dass ich keiner ideellen Vorstellung entspreche, die ich mir eben aufbaue oder die ich vielleicht auch von außen irgendwann aufgenommen habe. Das sind also durchaus Gedanken, die ich sehr gerne auch, ja, in mein Leben eben integrieren würde. Auch sei lockerer in vielerlei Hinsicht. Versuche nicht so perfektionistisch zu sein. Versuche nicht den einen Weg zu suchen, wenn es eben unterschiedliche gibt. Konzentriere dich auf den Moment. Ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich jetzt gerade so leicht pikiert auch abschalten, weil es in ihren Augen zu banal wird. Aber für mich ist es das nicht. Nee. Für mich ist es eine sehr schöne Erinnerung einfach, dass es so etwas gibt, dass es wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern. Komm runter, meditiere auch einfach mal in dem Sinne, dass du das in deiner weltlichen Art und Weise machst. Also entspann dich mal ein bisschen,
Natürlich kannst du die Literatur dann wieder zu dir nehmen, was in meinen Augen vielleicht auch ein deutlicher Widerspruch zum buddhistischen Glaubenssatz ist. Ja, denn ich hole ja alles zu mir. Das ist ja immer ein Begehren. Ja, ich begehre Geschichten. Ich brauche sie. Ich will mich an sie klammern. Ich binde mich an sie. Aber gleichzeitig ist es ja auch der Versuch, über mich hinauszukommen. Also nicht egoistisch, sondern eben altruistisch zu handeln, mich in andere Figuren, Personen und Menschen hineinzuversetzen. Okay, ich will nur sagen, dieser Buddhismus ist für mich reizvoll. Vielleicht wird es auch im Laufe meines Lebens noch wichtiger werden und ich werde manche Konzepte auch nochmal umsetzen, zum Beispiel auch im Lotussitz sitzen, falls ich das irgendwann mal schaffen würde. Respekt, ehrlich, Respekt. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht mein übliches Leben. Ja, dieses Buch ist durchaus ansprechend. Es hat mir vieles beigebracht, aber es ist jetzt auch nicht besonders gut geschrieben, würde ich sagen. Und vielleicht würde ich mir hier entweder eine Sozialreportage wünschen, dass er also die Mönche in diesem Kloster porträtiert und zeigt, was sie so machen und vielleicht auch die Traditionen des Zen-Buddhismus beschreibt. Oder er könnte das Ganze natürlich psychologisch als Entwicklungsbericht schreiben, sodass er uns daran teilhaben lässt, auf welche Gedanken er beim Meditieren kommt, zum Beispiel, oder bei diesem Sesshin oder wie auch immer. In meinen Augen tut er weder das eine noch das andere, sondern bleibt ja relativ oberflächlich in der Beschreibung, springt von mancher Figur zu einer anderen Figur, aber alles ja, wird nicht so wirklich miteinander verbunden, beziehungsweise in der Tiefe auch durchleuchtet. Deswegen war das eine Lektüre mit 6 Punkten in Ordnung, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, dass das ein vielleicht etwas besinnlicheres Video jetzt am Ende des Jahres war. Ich will damit nur sagen, ich freue mich auf das neue Jahr. Es ist mir jetzt auch mal wichtig, kurz durchzuatmen. Ich hoffe, das macht ihr auch, damit wir neue Energie finden, neue Kraft und neue Vorfreude auf die Literatur, natürlich auch auf die Rezensionen hier auf dem Kanal. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.